Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und natürlich, Leute, ganz klare Sache, Dankeschön an jeden, der gestern im Livestream mit dabei war. War ein richtig geiler Livestream. Wir haben viel geöffnet, viel gezogen, Geiles gezogen. Waren heftig am Start, Leute. Nächster Stream ist am Montag, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Montag 16 Uhr, seid gern dabei. Es ist wild, Leute, es ist einfach nur wild. Wow, gestern, das war schon eine richtig gute Eskalation, kann man schon mal so sagen. Ich habe auch wieder mal ein bisschen was ausgegeben. Und ihr seht ja gerade, ich habe noch 800.000 Münzen am Start. Wir haben so viel gemacht. Wir haben hier im Event, haben wir Neuanfangs-Packs geöffnet. Ich habe im Shop, Leute, ich kann euch jetzt mal zeigen hier, was wir alles gemacht haben. Wir haben nämlich auch, wenn es lädt, das wäre natürlich ganz vorteilhaft auf jeden Fall, wir haben nämlich Bastoni-Pack geöffnet, wir haben diese Aufwärm-Packs geöffnet. Also hier Neuanfang Bastoni-Pack, leider nicht gezogen. Hier haben wir auch diese Packs geöffnet. Da habe ich leider auch hier bei diesem 70-Plus-Spieler dann wieder den Neustart bekommen. Das war nicht so geil. TOTW-Packs haben wir auch geöffnet, da habe ich jetzt nochmal ein paar mehr Punkte bekommen. Durch die Quest können wir auch am Montag im Livestream alles schön öffnen. Am Montag im Livestream mindestens 280 Plus Packs nochmal. Wir haben dann auch Jesus am Start. Gabriel Jesus kann ich auch verkaufen dann. Sehr, sehr geile Sache auf jeden Fall. In 4 Tagen geht das Ganze zu Ende. Also haben wir am Montag nochmal Zeit, das hier zu öffnen. Und ja, also da wird es auf jeden Fall ordentlich mit am Start sein. Natürlich Kreispack auch gezogen, war halt nichts drin, aber. Ja, das steht halt auf dem anderen Blatt. Also hier nochmal, genau, kann ich dir mal zeigen, hier genau, Starfast, das wird auf jeden Fall am Montag im Livestream mit dabei sein. 52 Gems kann ich jetzt schon mal mitnehmen und den Rest hier Neuanfangspunkte und das ganze Zeug, das nehme ich mir dann am Montag im Livestream mit. Aber wir haben halt ziemlich viel geöffnet. Ich habe heute schon Herausforderungen gespielt, das war auch ziemlich nice eigentlich. Und ja, genau, bei Liga-Duelle heißt es, glaube ich, so? Ich glaube schon. Da haben wir nämlich auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter gespielt. Und ich kriege ein Netzwerk-Server-Verbindungs-Timeout. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, bei Liga-Duelle haben wir nämlich auch ein bisschen was geöffnet. Haben aber leider nur Icardi gezogen. 83er war am Start. Kostet halt jetzt nicht mehr so viel. Aber ist halt so. Habe ich verkauft für knapp 400.000. Habe nochmal für 2 Millionen mein Team ein bisschen verbessert. Ihr könnt jetzt mal sehen, was ich getan habe. Bin ich eigentlich jetzt ziemlich zufrieden so mit meinem Team. Halt nochmal Bruno Fernandes auch jetzt auf 90 gebracht. Sterling ist der nächste, der auf 90 kommt, denke ich mal. Und dann immer hier so Stück für Stück. Vielleicht kommt Stones bald noch raus. Barella auf jeden Fall bald noch raus. Und das ist so jetzt erstmal eigentlich ganz nice, denke ich mal so. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Mit dem Ganzen hier, so wie es jetzt so gelaufen ist. Und ja, Mendel ist halt die absolute Ikone im Tor. Mal schauen, wie wir das auch mit dem machen. Das Trainingssystem ist ja nicht so geil. Haben wir auch schon im Livestream lange und ausführlich drüber geredet. Da werde ich dann bald nochmal eine Entscheidung treffen. Und ihr seht ja schon jetzt 1700 Gems am Start. Werde ich aufs Toti schön sparen. Ganz klare Sache. Toti weiß keiner, wann es kommen wird. Es wird auf jeden Fall bald noch kommen. Aber keiner weiß genau, wann, wie, wo, was. Warum, weshalb, keine Ahnung. Wir werden uns einfach überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall kommen in FM, aber wann es kommt, das weiß keiner. So, damit ich jetzt hier auch mal was dazu gesagt habe. So, 50 TOTW-Punkte kriege ich auch nochmal. Was waren das hier? Ich glaube, 300 Tore schießen oder so sollte ich. Division Rivals gewinnen. Skillspiele und Skillpartie mit täglichen Training ab. Ach, heilige. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Im täglichen Training, das spiele ich fast gar nicht mehr. Real Talk. Jetzt gibt es hier immer noch mal ein paar Partien. Schauen wir mal, ob ich das noch hinkriege. Genau, dann Liga, Leute. Ganz, ganz wichtig. Ey, wir haben gestern gemeinsam im Livestream eine Liga erstellt. Und die ist einfach instant voll geworden. Real Talk. Schaut euch das mal an. Ist der Wahnsinn. Ich hätte die Liga wahrscheinlich erstmal auf. Ich habe die auf 93 plus erstmal gesetzt. Das ist der Wahnsinn. Wir sind einfach 32 Mitglieder geworden. Hier ist der Wahnsinn, wirklich. Hier ist wirklich einfach unfassbar. Hier ist einfach nur unfassbar, was hier los ist.
Ihr müsst natürlich alle aktiv spielen, klar. Ich hätte natürlich auch jetzt gefeiert, hier einfach nochmal ein Video dazu zu machen. Hier kommt alle meine Liga. Aber das brauche ich jetzt halt einfach nicht mehr sagen, weil jetzt die Liga voll ist. Es tut mir auch ein bisschen leid für die Leute, die jetzt auf das Video gewartet haben. Aber wir haben es halt einfach gestern im Livestream schon alles gefüllt. Und ja, wenn jetzt halt Leute inaktiv sind, dann, ja, dann werden wir halt ganz einfach die Leute raushauen. Aber dann werden vielleicht noch mal ein paar Plätze frei. Aber ja, warum auch nicht, ne? Warum denn auch nicht? So, genau, bei Boni gibt es ja hier nochmal im Shop. Genau, kann man ja hier diese ganzen, die Punkte raushauen und so. Mal gucken, ob wir das machen werden. Ich denke eigentlich schon. Weil so Elite-Spieler würde ich auf jeden Fall gern mitnehmen. Man kriegt natürlich jetzt hier auch nochmal schöne Rang-Items und sowas. Aber ja, Rang-Item-Torwart ist jetzt nicht mehr so essentiell für mich. Da ich jetzt letztens erst wieder Mädel trainieren konnte, müssen wir mal schauen. Aber das mit der Liga, das hat mich echt geflasht. Ich dachte so, wenn ich 93 plus eingebe, so, dann dauert das ewig, ehe die Liga voll wird. Aber Pustekuchen, einfach direkt instant full gewesen. Also nicht instant, aber so nach 2 Stunden habe ich drauf geguckt. Und da war einfach alles schon voll. Okay. Also werden wir mal gucken, wie sich das jetzt so schön entwickelt mit den ganzen Turnieren. Ah, 1000 Münzen, schade. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Genau. So, schön die Skillboosts mitgenommen. Sehr gut. Skillboosts sind wichtig und richtig. Und Ziele. Ich habe 53 Stück, weil EA hier mal wieder was rausgeballert hat. Damit werde ich auf jeden Fall Best Free-to-Play kriegen, oder? Ah, ne, ist das Best? Das ist doch Best, den es da gibt. Den werde ich dann schön verkaufen. Ich glaube, den kann man doch verkaufen, oder? Sollte es eigentlich geben. Ich glaube schon. Wir können mal hier ein bisschen was öffnen. Komm schon, gönn doch mal EA, gönn doch einfach mal. Aber man kriegt die Spieler immer im letzten Pack, wirklich. Es ist so safe, dass man die Spieler im letzten Pack bekommt. Deshalb, Junge. Wir haben gestern auch im Livestream natürlich auch geöffnet. Und wir haben natürlich den Spieler im letzten Pack bekommen. Es war so klar. Es war einfach so klar. Und es ist irgendwie ein Gesetz von EA, ein unbeschriebenes Blatt. Dass der Spieler im letzten Pack kommt. Auch wenn das natürlich überhaupt nicht so geil ist von EA. Ich habe auch von Leuten gehört, die es nicht im letzten hatten, aber ich glaube, die Chance, ihn im letzten zu bekommen, es liegt bei 90% oder so. Und Doku würde ich natürlich ganz gern mitnehmen. Serginho Dest habe ich jetzt auch dabei. Ist natürlich bisher noch nicht rausgegangen. Ist ein bisschen schade. Ich werde ihn wahrscheinlich immer runternehmen vom Markt und nochmal wieder aufstellen, weil der war für 4,3 oder so. 4,3 Millionen. Das ist natürlich ein bisschen sehr viel. Genau. So, kommen die letzten paar Punkte hier. Ich habe ja genügend Punkte, um mir mal ein bisschen was rauszuhauen. Danach muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich habe dann keinen, der Star Pass zu Ende. Und es gibt keine Ziele mehr. Aber ich glaube, es gibt ja noch einen Greenwood. Ein Greenwood wird ja noch kommen. Hier ein 88er. Ah, Verteidigerrang-Item. So, jetzt im letzten dreien ist im letzten natürlich hier Doku drin. Natürlich im letzten, ist ja klar. Und ja, hier ist Doku drin. Danke dafür. Danke dafür, EA. Wie wieder mal im letzten. Ey, wirklich so geil. Und ein Walkout. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Walkout. Belgien. LF. Hazard. Das ist Hazard. Ah, nee. Schade. Oh nein, das ist Doku. Ah, Leute. Ach, keine Ahnung. 6,3. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich 6,3. Ey, ich lache mich tot. Ich lache mich tot, EA. So ein geiler Witz, wirklich. Als ob da jetzt... Jetzt denken wirklich Leute, dass der 6,3 Millionen wert ist. Das ist unfassbar. Wirklich, es ist unfassbar, EA. Sowas sollte wirklich verboten werden, sowas anzeigen zu dürfen. So, ich werde jetzt einfach mal raufstellen, verkaufen, bestätigen. Aber den wollen so viele haben, das dauert, der wird nicht rausgehen. Auch Doku. Ich kann ihn gerne, guten gerne jetzt hier raufstellen, aber der wird einfach nicht verkauft werden. Weil, nee, das ist noch viel zu hoch, Mann. In einer Woche vielleicht oder so, dann geht das vielleicht. Also ist auch der Preis bei 300-400k oder so. Aber jetzt kann sie eigentlich in der Pfeife rauchen. Na gut, trotzdem werde ich den jetzt einfach mal raufhauen und gut, werden wir sehen, was passiert. Werden wir einfach mal schauen, was da jetzt noch Schönes passiert. Genau, so, wie viele TOTW-Punkte? Ah, aber das heißt, mit dem nächsten habe ich noch nicht ganz ein neues Pack zusammen, aber gut. Sehr schön. Aber am Montag werden wir auf jeden Fall nochmal ordentlich was öffnen. Wird nochmal richtig viel am Start sein. Ey, hier der Liga, die ist derzeit ziemlich aktiv. Also, Leute, falls irgendwas frei ist, könnt ihr vielleicht reinkommen. Keine Ahnung, wann irgendwann wieder was frei sein wird. Leute,
Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns bis morgen. Morgen wieder ein Video. Bis dahin oder bis zum nächsten Mal. Und tschüss.